die Ereignisse in Deutschland, in mehreren großen deutschen Städten, anscheinend auch in österreichischen Städten. Diese Ereignisse haben wahrscheinlich sogar eine historische Bedeutung. Ganz, ganz wichtiges Ereignis in unserer heutigen Zeit, meine Damen und Herren. Das kann man gar nicht genug betonen. Die Polizei hat endlich das Schweigegebot gebrochen. Die Polizei hat es tatsächlich gewagt, mit der Wahrheit rauszurücken und sich damit den Wünschen der Politik entgegenzustellen. Dann die alternativen Medien, die sozialen Netzwerke, einfach die Bürger haben die Vorfälle besprochen, sie haben sich ausgetauscht, sie haben andere Leute informiert. Die Bürger über die alternativen Medien und die sozialen Netzwerke haben die Politik und die Massenmedien vor sich hergetrieben, bis die Berater der hohen Politik nicht mehr anders konnten, als zu empfehlen, jetzt müssen wir mit der Wahrheit ans Licht rücken, jetzt müssen wir damit rausrücken, wir müssen die ganze Sache zugeben und Konsequenzen ankündigen. Und sogar die Kanzlerin war genötigt, zwei kleine kurze Sätzchen dazu zu sagen, so das minimalste Eingeständnis. Ansonsten hielt sich die Kanzlerin zurück, anscheinend weil ihre PR-Berater, ihre Politikberater ihr das so empfohlen haben. Sie möchte sich aus der Schusslinie nehmen, obwohl anscheinend laut Polizeiberichten diese Straftäter mit Migrationshintergrund, meistens waren es Syrer anscheinend, dass diese Leute teilweise gesagt haben, hey, ihr könnt mir nichts, ich bin aus Syrien, ihr müsst mich gut behandeln, die Kanzlerin hat mich eingeladen. Also da spüren die Bürger auf einmal ihren eigenen Einfluss. Treiben die Politik vor sich her, treiben die Massenmedien vor sich her. Nach tagelangem Schweigen ist das Ganze in den Massenmedien plötzlich überall Top-Story. Ganz oben, fast hätte das dieser Vorfall in Frankreich die Story von den Top-Plätzen verdrängt. Jemand mit einem falschen, unechten Sprengstoffgürtel wurde dann erschossen in Frankreich. Und sobald es dann bekannt war, dass es sich nicht um einen echten Sprengstoff handelte, rückte dann das Thema Silvester wieder ganz nach oben. Die Massenmedien versuchen das verlorene Vertrauen des Publikums zurückzugewinnen, deswegen trommeln sie jetzt, deswegen bringen sie mehr Einzelheiten und versuchen es mit Offenheit. Einige Migrationsfreunde hatten ja gehofft, dass sich die Sache vielleicht doch noch zu ihrer Zufriedenheit entwickelt und vielleicht rauskommt, dass gar nicht so viele Migranten beteiligt waren oder dass man nichts Genaues nachweisen kann und so weiter. Diese Hoffnungen platzen heute Morgen. Die Bild leakte einen Polizeibericht von einem leitenden Beamten einer Hundertschaft. Schließlich veröffentlichte Welt Online auch noch die Langfassung, wo eigentlich nur noch die Namen gekürzt waren angeblich und was anderes sei nicht mehr gestrichen worden. Also die Bild will Sympathien zurückgewinnen, die Springerpresse, auch die anderen großen Medien, die dann darüber berichten, wollen Sympathien zurückgewinnen, damit sie auch wieder ein Stück weit die Kontrolle über die Debatte zurückgehalten. Also die Kölner Polizisten entsagten im Schweigekartell und informierten uns, sie hätten durchaus einige Personen kontrolliert, teils festgenommen. Es sei bekannt, sei der Polizei bekannt, um welche Personengruppen es sich handle. Die meisten waren frisch eingereiste Asylbewerber. Sie haben Dokumente vorgelegt, natürlich auch verlangen, die beim Stellen eines Asylantrags ausgehändigt werden. Einer soll sogar nach der Personenkontrolle im Vorzeigen seines vorläufigen Asyldokuments soll das Dokument zerrissen haben und gesagt haben, ihr könnt mir gar nichts, ich hole mir ziemlich bald Neues. Dann wurde ja tagelang behauptet, es sei gar nicht so wild gewesen, das Interesse der Täter sei hauptsächlich Diebstahl gewesen. Man hätte einfach Taschendiebstähle begehen wollen und man hätte den Antanztrick versucht und dann waren die Top-Story bei der Springerpresse, vor allem auf Welt Online waren die Top-Story, der Antanztrick, wie man sich davor schützt, also die Verantwortung liegt beim Bürger, dass man nicht so dumm ist und sich antanzen lässt von jemandem, der so tut, als sei er angetrunken. Und derjenige kommt dir dann zu nahe und, sorry, ich bin ein bisschen gestolpert, und klaut dann dein Portemonnaie. Und jetzt kommt die Wahrheit raus. Die Polizisten sagen uns, nein, es ging den Tätern, und es waren sehr viele Täter, es ging den Tätern hauptsächlich um sexuelle Attacken.
und es ging nur beiläufig um Diebstähle. Sexuelles Amüsement. Eine Gruppe von Männern umkreist ein weibliches Opfer, schließt sich an und vergreift sich eine Frau. Laut dem geleakten Polizeibericht hätte nur das Eingreifen der Polizei und das Eingreifen von Passanten, von Bürgern, hätte vollendete Vergewaltigungen verhindert. Also ist noch nicht mal ganz klar, wie weit diese Vergewaltigungen vorangeschritten waren. 100 Personen seien kontrolliert worden. Einige davon wurden zur Wache gebracht, in Gewahrsam gebracht worden. Dann gab es dann widersprüchliche Angaben in der Öffentlichkeit. Wir wissen nichts Genaues und es wird keine Verurteilungen geben und wir wissen nichts und wir stellen uns einfach dumm. Personenkontrollen ergaben, laut Kölner Polizisten, nur bei einer kleinen Minderheit handelte es sich um Nordafrikaner, beim Großteil der Kontrollierten um Syrer. Also in dem geleakten Polizeibericht war immer wieder die Rede von massenhaft Leuten mit Migrationshintergrund, die völlig durchdrehten. Auch die schiere Anzahl der präsenten Leute mit Migrationshintergrund, vorrangig Syrer, die schiere Menge von diesen Leuten war ebenfalls auffällig und verleitet einen Politiker zu der Spekulation, vielleicht war es eine organisierte, abgesprochene Sache. Außerdem haben wir ähnliche Ereignisse in anderen großen deutschen Städten und anscheinend auch in österreichischen Städten. Wenn sich tatsächlich dann zeigt, dass die Sache abgesprochen war, dann hätten wir es anscheinend mit einer organisierten Einschüchterung zu tun, wenn nicht gar mit Terrorismus. Diese Leute drehten durch, warfen Flaschen einfach in die Glasflaschen, in die Menge, schossen mit Böllern auf die Leute, nahmen damit auch das Risiko in Kauf, dass eine Panik unter den Menschen ausbricht, was lebensgefährlich ist, hätte Tote geben können, so der Polizeibericht, und die Präsenz der Beamten brachte die Täter nicht zum Umdenken, im Gegenteil. Also normale Leute würden ja reagieren und sagen, okay, wir haben das übertrieben, wir sind Gaga gewesen, sorry, wir steigen jetzt auf die Bremse, aber da war eine Dreistigkeit, die Beamten noch nie gesehen haben in ihrer gesamten Dienstzeit. Und die ganze Böllerei simuliert auch irgendwo Krieg, wenn auf Leute da geschossen wird. Die sexuellen Attacken erinnern an Ausnahmezustände im Krieg, wenn keine etablierte Ordnung mehr existiert und sich bestimmte Männer nehmen, was sie wollen. Außerdem, im syrischen Konflikt, weshalb ja die vielen Flüchtlinge zu uns kommen, gibt es eine Epidemie an Vergewaltigungen und das hat einen systematischen Charakter. Ich habe einen großen Artikel im Atlantic Magazine, den ich Ihnen auch noch zeigen werde in der heutigen Sendung und weiteren Hintergrund liefern werde. Also beide Seiten, verschiedenste Seiten in diesem Syrien-Konflikt nutzen systematische Vergewaltigungen, um die andere Seite zu terrorisieren. Es wird also als Vergewaltigung wird als Werkzeug benutzt, nicht nur als Amüsierung, wie hier einer der Polizisten vermutet hat, sondern es ist eine gezielte Einschüchterungsstrategie und wird eventuell dieses Werkzeug Vergewaltigung auch in Deutschland eingesetzt. Vergewaltigungen wurden anscheinend unterbrochen, beziehungsweise der unmittelbare Beginn von Vergewaltigungen wurde anscheinend unterbrochen, so der Polizeibericht, durch Beamte und Passanten, hilfreiche Passanten. Wann immer anständige Leute dort vor Ort hilfreich waren, wurden diese Passanten, diese Leute bedroht von den Tätern. Eingeschüchtert. Im ganzen Bahnhof sei überall Erbrochenes gewesen, Stellen, die als Toilette genutzt wurden und natürlich die Asylbewerber nutzen alle ihre taktischen Vorteile aus. Die Schwächen im Asylsystem, mangelnde Registrierung, einige sind ja abgetaucht, manche haben mehrere Identitäten, beziehungsweise wenn sie nachweisen können, dass sie einen legitimen Anspruch auf Asyl haben, dann versuchen sie halt eben dann das auszunutzen und denken, sie haben diesen Spielraum. Sie können solche Dinge machen, ohne Konsequenzen, ohne ernste Konsequenzen zu fürchten. Also jemand hätte bei einer Ausweiskontrolle halt eben dann seinen Asylschein davor gezeigt, hätte ein Grinsen im Gesicht gehabt und gesagt, ihr könnt mir nichts, ihr Bullen, ich hole mir morgen einen neuen Schein. Dann, diese Täter nutzen einen weiteren Vorteil aus, die Migrantenlobby, die sie im Rücken haben. Also jemand meinte dann, ich bin Syrer, ihr müsst mich freundlich behandeln, Frau Merkel hat mich eingeladen. Das hat natürlich eine tiefere Bedeutung. Eine ganze Lobby steht hinter diesen Leuten. Dann, die schiere Masse. Ein Gewahrsam kam in dieser Lage, so die Polizei, aufgrund der Kapazitätsgrenze in der Dienststelle nicht in Betracht. Weiterer Vorteil, der brutal ausgenutzt wird, Kenntnisse der Schwächen des Strafverfolgungssystems. Also geschädigte Zeugen wurden vor Ort bei Nennung des Täters bedroht, im Nachgang verfolgt.
Dann, wenn man sich halt vom Acker macht und so weiter schnell genug, dann weiß man, die Polizei ist damit überfordert. Weiterer Vorteil, der ausgenutzt wird, die Non-Kooperation des Milieus, die Abschirmung. Wenn hingegen ein gewöhnlicher deutscher Krimineller solche Sachen macht, dann hat er keine Lobby im Rücken. Er ist als Bürger greifbar, er ist gemeldet, hat eine Adresse. Er kann nicht einfach untertauchen, so ohne weiteres, oder eine neue Identität annehmen. Er würde von Mitbürgern verraten werden. Er hat keine Massen an Mitstreitern. Also natürlich verstehe ich das Argument, ja, es gibt ja auch deutsche Täter und so, und man darf hier keine unwissenschaftlichen Pauschalisierungen vornehmen. Allerdings, jemand mit Migrationshintergrund, gerade beim syrischen Hintergrund, hat natürlich diverse Vorteile, die ich Ihnen hier aufgezählt habe, die dann brutalst ausgenutzt werden. War es organisiert, mehrere Städte gleichzeitig, auch in Österreich? Ein Einschüchterungsversuch, der sich gegen das ganze Land richtet, das wäre dann praktisch Terrorismus. Da kann man eigentlich kaum vorbei. Kölner Polizeibericht: konnten vollendete Vergewaltigungen verhindert werden. Die Story auf recenter.com mit diesem Hintergrund. Also Zitat: aufgrund der ständigen Präsenz der Einsatzkräfte und aufmerksamer Passanten im Bahnhof konnten vollendete Vergewaltigungen verhindert werden. Diese Stelle ist nicht hundertprozentig präzise, deshalb erfährt der Leser nicht, ob Vergewaltigungen begonnen worden waren oder ob Täter kurz vor einer Vergewaltigung gestoppt wurden. Und man erfährt auch nicht, wie viele solche Fälle es gab. Die Bild-Zeitung hat in Absprache mit Beamten kurze Passagen vor der Veröffentlichung entfernt. Der Sender SWR berichtet von einer möglichen Gruppenvergewaltigung an Silvester in Weil am Rhein. Die Opfer sind minderjährige Mädchen, die Täter sollen syrische Männer sein. Also, wir haben es zu tun mit einer Provokationsspirale. Ein Teil der Migranten provoziert ins Extrem, auch der deutsche Staat provoziert ins Extrem mit seiner gescheiterten Migrationspolitik und der laschen Verfolgung von Tätern seit Jahrzehnten. Im Endeffekt haben wir es mit einer Provokationsspirale zu tun, nämlich die provozierten deutschen Bürger ergreifen ihrerseits provokante Maßnahmen und reizen dadurch wiederum Migranten und Staatsbeamte. Je mehr die Konservativen sich wehren, umso aufgedrehter werden die Linken, insbesondere die deutschfeindliche Antifa-Sekte und diese einschlägige Deutschland-Verrecke-Szene. Die hohe Politik, die seit ewig einen einheitlichen EU-Bundesstaat und sogar eine erweiterte Mittelmeerunion haben will, hätte von vornherein ganz einfach planen können, Täter aus dem Migrantenmilieu unbürokratisch und hart zu verfolgen und abzuschieben. Mit der entsprechenden Berichterstattung wäre die Bevölkerung zufrieden gewesen. Die Bevölkerung wäre schnurstracks in die Falle gelaufen, namens EU, Bundesstaat, Einheitsstaat oder sogar Mittelmeerunion. Warum aber diese höchst auffällig weiche Justiz und Vertuschung all die Jahre? Jedes Opfer hatte zwangsläufig ein Umdenken bewirkt bei einer großen Anzahl von Angehörigen und Freunden, die wiederum ihre Angehörigen und Freunde beeinflussten. Also selbst durch den selbst der Medien-Blackout war nie und nimmer genug, all die Jahre, um die Wahrheit zu vertuschen. Warum versäumte es die hohe Politik von vornherein, ohne große Mühe hart durchzugreifen? Nun, die Folgen sind eine eklatante Destabilisierung Deutschlands, die in Beamtenkreisen bereits als staatsgefährdend bezeichnet wird. Was sind die Folgen? Neue Gesetze vielleicht, die die Grundrechte aufweichen? Eine EU-Geheimpolizei, die uns künftig beschützen will? Eine einheitliche EU-Armee und diverse Schnelleingreiftruppen, die auf Abruf eingeflogen werden, um Unruhen und Aufstände niederzuknüppeln? Wir sind gespannt. Die vernünftige Lösung ist natürlich Zivilschutz, auch vom Bürger für den Bürger. Eine anständige Polizei, eine offen agierende Polizei, die die nötigen Mittel hat, keine seltsame Geheimpolizei, die über dem Gesetz steht. Also der Staat soll aufhören, alles zu bremsen und zu blockieren beim Thema Selbstschutz in der Bevölkerung. Selbstschutz muss endlich wie in allen anderen zivilisierten Ländern als Bedürfnisgrund für Waffenbesitz anerkannt werden. Genauso wie es in vielen anderen, auch europäischen Ländern normal ist. Das Recht auf Selbstverteidigung im eigenen Zuhause muss gestärkt werden. Es darf nicht sein, dass der Bewohner immer mit einem Bein im Knast steckt, wenn er sich gegen Einbrecher zur Wehr setzt. Es darf nicht sein, dass es für einen Deutschen verboten ist, Verteidigungsschießen in Kursen von professionellen Ausbildern zu üben, so wie es in anderen Ländern normal ist.